30 Jahre. Graz und Mitterdorf im Mürztal. Verheiratet mit Michaela und ist glücklich. Skitouren laufen und wenn es mir Zeit erlaubt, gehe auch ab und an einmal zum Tätowierer. Von frühester Kindheit an Ski, Rennsport, Leistungssport, alle Stationen in den österreichischen Kadern durchlaufen, dann Wechsel zum Laufsport, Langstreckenlaufsport und durch Zufall dann eigentlich durch eine Verletzung in den Radsport gewechselt, 2002 und seitdem im Radsport tätig und Profi seit 2006. Extremer Ausdauerradsport oder Ultralangstreckenradsport ist ja in gewisser Weise nicht nur eine Einzelleistung, sondern wenn man so will auch vergleichbar mit einer Teamsportart. Bei mir im Konkreten ist es ja so, dass das Rennen jetzt nicht ich als Athlet komplett alleine bestreite, sondern von einem hochprofessionellen Team begleitet werde, die dafür Sorge tragen, dass ich verpflegt werde, dass ich mit Flüssigkeit versorgt werde, dass ich medizinisch betreut werde, dass man die Strecke, dass ich koordiniert werde. 5000 Kilometer durch Amerika zu finden, ist auch mit GPS-Techniken eine richtige Aufgabe, das zu bewältigen. Da legen wir, speziell die Michaela und ich, sehr großen Wert darauf, dass wir da qualifiziertes Personal haben und vor allem verlässliche Leute, die mit uns gemeinsam so ein Abenteuer in Angriff nehmen. Wo eigentlich sehr viel seinen Ursprung genommen hat. Meine Leidenschaft für Ausdauersport, man glaubt es kaum, hat in einem Fitnesscenter begonnen. Und zwar da im schönen Wartberg bei meinem guten Freund Walter. Und 1995 habe ich begonnen, auf diesen Steppern da mein Gewicht zu reduzieren. Das ist ein sehr besonderer Ort für mich, wo ich immer sehr gern bin, wo ich mich auch vorbereite auf meine großen Projekte drinnen bei den Gewichten, was nicht so was ein echt unwesentlicher Faktor ist in der Vorbereitung, dass man auch die Muskulatur stärkt, speziell die Nackenmuskulatur, die Beine, alles wird da trainiert. Ja, und das ist so mein kleines Fitnesscenter, auf das ich zum Glück immer Zugriff habe. Dieser extreme Ausdauersport, den ich betreibe, ist eigentlich nichts anderes wie Zeitfahren über eine sehr lange Distanz. Im Gegensatz zu klassischen Zeitfahren, die über 50 bis 70 Kilometer gehen, gehen unsere Zeitfahren über bis zu 5000 Kilometer, wie beim Race Across America. Das heißt, wir dürfen den Windschatten von anderen nicht nutzen. Wir müssen alleine die Distanz bewältigen und das natürlich, wie beim Zeitfahren so üblich, in einer möglichst kurzen Zeitspanne.